Servus und Hallo von der Eurobike 2024. Hier am Stand mit mir der Sven von Raymon. Servus zusammen. Der Sven ist Produktmanager bei Raymon, kümmert sich um alle, ich sag mal, Gravity und Trailbikes oder wie würdest du sagen? Alles Offroad orientiert. Offroad, ja, okay. Wir haben hier ein nagelneues Raymon vor uns stehen oder hinter uns stehen, besser gesagt. Das Raymon Tarok oder Tarok. Ich denke mal, der Sven, der weiß einiges dazu. Was ich schon mal sagen kann, es ist auf jeden Fall ein Trailbike, ein E-Trailbike mit 160 mm an der Front, 160 mm am Heck. Aber ich glaube, der Sven, der hat noch ein paar mehr Details für uns. Genau. Also wir haben damit mit der Entwicklung im November angefangen. Das ist eine komplette Neuentwicklung, zeigt auch die neue Formsprache von Raymon selbst. Wir haben die neuen Designlinien und das abgekantete Oberrohr in Linie zur Sitzstrebe. Zeigt einfach ein bisschen die Neuorientierung und Neuentwicklung von Raymon. Um dich kurz zu unterbrechen, ich habe es auch nicht wiedererkannt, also die Marke in dem Fahrrad. Genau, das sagen viele Leute auch, das Einzige, was übrig geblieben ist, ist der Name. Und das war eben auch nicht unser Ziel, aber wir wollten jetzt zeigen, dass wir es ernst meinen, dass wir seriös mit Produkten durchstarten wollen, wo wir 100% dahinter stehen können. Okay, um mal ein bisschen uns durchzuarbeiten am Fahrrad, also ich sehe auf jeden Fall eine ziemlich solide Ausstattung. Das ist die Ultra-Ausstattungsvariante, das heißt die Top-Variante des Bikes. Gleich zum Anfang, was kostet denn der Spaß? 10.499 Euro. Okay, wir bekommen aber einiges dafür, habe ich gesehen. Also wir haben eine SRAM Transmission X0, wir haben Maven-Bremsen, super starke Bremsen direkt mal verbaut. Wir haben Newman Carbonlaufräder, das sind die neuen Face. Phase 30, genau. Genau, wir haben Fox Factory in güldenem Kashima, wir haben Conti-Reifen, auch ziemlich cool, wir haben Carbonlenker, also eigentlich ist alles verbaut, was man heutzutage so braucht, oder? Ich denke, man kann sie direkt draufsetzen und muss nichts mehr anpassen. Ja, sehr cool. Aber ein weiteres Highlight haben wir noch an dem Fahrrad und das ist der Antrieb, beziehungsweise der Antriebsstrang, / der Motor. Sven, möchtest du uns noch kurz was dazu sagen? Gerne. Wir haben hier das ZF-Ecosystem verbaut. Wir haben das sehr, sehr eng mit ZF zusammengearbeitet in der Entwicklung, eben wenn es um die Motorintegrierung und Batterieintegrierung in den kompletten Rahmen geht. Das holistische System ist super, super einfach zu verkabeln. Das macht schon mal den ganzen Kabelwulst und Kabelsalat super einfach. In der Montage, im Service, überall sonst, wo man mal ran muss. Wir haben ja, wie man so schon sagt, Cola-Dosen großen Motor mit 88 mm Durchmesser. Der gibt natürlich enorme Freiheiten in der Kinematikauslegung und generell im Bauraum. Gerade hier in dem Bereich bei den E-Bikes ist ja alles mal super gequetscht und man weiß gar nicht, wohin man mit dem ganzen Zeug soll. Ja. Da haben wir super viel Freiheiten. Das Ganze wird per Flächenpressung über eine Klemme hier unten am Motor fixiert. Das heißt, ich muss auch wirklich nur 4 Schrauben lösen, kann den Motor rausziehen. Ausgebaut, getauscht, also es geht alles super, super, super einfach. Also man kann auch den Akku entnehmen, tauschen. Es gibt ja 2 verschiedene Wattstundengrößen. Was war das nochmal? Genau, es ist einmal 504 Wattstunden und 756 Wattstunden, wie wir es jetzt hier in den normalen Tarok-Modellen haben. Entnehmbare Batterie ist uns auch super, super wichtig und findet man auch auf allen unseren Rädern, egal welche Kategorie. Okay. Sehr interessant wahrscheinlich noch für die Zuschauer, ist, wann ist das Fahrrad erhältlich? Wann kommt es auf den Markt? Wann können die Leute damit rechnen? Frühjahr nächstes Jahr. Frühjahr nächstes Jahr also. Ich würde sagen, das war schon mal ziemlich cool, diese Produktvorstellung. Alles weitere zu dem Fahrrad findet ihr natürlich in unserem ausführlichen Artikel dazu. Wenn ihr Fragen habt, postet es in die Kommentare. Und wir checken noch mal ein anderes Modell von euch aus, nämlich ein etwas leichteres. Bevor wir weitergehen zum Light-MTB von Raymon, müssen wir aber ganz kurz noch über die Ausstattungsvarianten sprechen des Tarok. Und zwar, wir haben hier 4 Bikes stehen, wir haben insgesamt auch 4 Ausstattungsvarianten. Das sind zwar nur 3, da drüben steht die Ultra-Variante, bei der wir eben waren. Sven, hier vorne steht das Tarok Air. Sag uns ganz kurz was dazu. Genau, das grenzt sich ein bisschen, aber ist separat zu sehen. Das fokussiert sich auf die Kategorie Full Power und Leicht. Wir sind hier mit 20,0 Kilo und 504 Wattstunden und Trail-Ready-Ausstattung. Okay, alles klar. Kostenpunkt 9.499 Euro, korrekt? Korrekt. Weiter zum nächsten. Das ist das Tarok Pro. Sven, sag uns da auch nochmal hier was zu. Genau, solide Mittelklasse-Ausstattung für jedermann.
Ganz kurz für euch, hier ist eine Transmission GX verbaut, hier ist ein Vivid Select und eine Zap Select verbaut. Ja, eigentlich feines Gerät. Und dann gibt es ja noch ein weiteres, das ist das sozusagen Basismodell. Das steht hier vorne, das Tarock ohne Beinamen. Genau, einfach als Basis-Einstiegsklasse, auch schon für den Trail-Ansatz gemacht, natürlich alles ein bisschen reduziert, um den Preispunkt zu erreichen. Haben wir auch in zwei Farbvarianten, Spec identisch. Preispunkt zu erreichen bedeutet? 6299, 6109. Also so in dem Dreh. Okay, dann haben wir erstmal alle Infos zum Tarock und gehen jetzt weiter zum Light-EMTB, zum neuen von Raymond. Sag mal, Sven, ist ja der Knaller hier. Man kann ja hinten die Klappe aufmachen. Bei eurem neuen Light-EMTB kann man den Akku also entnehmen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und nicht nur das, wir haben auch viele weitere Details, wie eine eigenentwickelte Ladebuchse, Matt- und Yoke-Protektoren. Da haben wir nichts gespart und trotzdem ein super leichtes Fahrrad auf die Beine gestellt. Erzähl uns noch mal ganz kurz was dazu. Das ist das Raymond? Kyrock. Das Kyrock in der Ultra-Variante steht mit 17,7 Kilo da, Trail Ready. Was uns super wichtig ist, das ist eine ehrliche Ausstattung. Es kann auch direkt so gefahren werden. Ich muss nicht erst noch vernünftige Reifen, Laufräder etc. umbauen, sondern ich kann damit direkt loslegen, auch einen Karton raus. Und wir haben trotzdem auch nicht an kleinen, wichtigen Details gespart, wie eine separat entwickelte Ladebuchsenabdeckung, Protektoren, die den Hauptdrehpunkt schützen. Bei uns ist auch einfach super wichtig war, dass das langfristig und nachhaltig ein super schönes Fahrrad war und nicht einfach nur oberste Priorität leicht, 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 sondern sinnvoll leicht. Und ich glaube, das haben wir super geschafft. Ich unterbreche dich aber trotzdem ganz kurz. Also wir haben hier ein Fahrrad, was in Größe M 17,7 Kilo wiegen soll, sage ich jetzt einfach mal. gut, Bosch SX ist verbaut, also das stärkste Aggregat für Light-MDBs am Markt, würde ich mal so behaupten. Dafür ist das Gewicht wirklich erstaunlich. Der Preispunkt ist natürlich auch sehr interessant und der wird viele wahrscheinlich auch freuen, weil für die Ausstattung und für das, was man hier so geboten bekommt, ist der Preis nicht verkehrt. Sag mal an. Genau, wir sind so, wie es jetzt hier dasteht, bei 8.799 Euro. Ja, das hört sich auf jeden Fall ziemlich ordentlich an. Gibt es sonst noch was du uns zu dem Fahrrad erzählen möchtest? Wir haben im Endeffekt eine Ausstattung mit Newman Carbon Rädern. Das sind auch die Face? Genau, das sind auch die Face in der Light- und Trail-Variante. Ah, okay. Wir haben, ich sehe es von dieser Seite gar nicht so genau, aber ich glaube, das ist ein XTR-Schaltwerk, was da verbaut ist. Genau, das läuft mit komplettem XTR-Antrieb, XTR-Bremsen, 203 mm Rotoren. Wie gesagt, hier wollten wir ja nichts sparen. Cockpit-Kurbeln sind alle auf Carbon ausgelegt. Genau. Okay. Ja, RockShox-Fahrwerk, XTR-Bremsen, da kann nicht viel schief gehen. Ziemlich cooles Konzept. Sven, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für die ganzen Details zu euren Produkten hier. Alles Weitere zu diesem Bike und zu den anderen Bikes, die wir euch gezeigt haben, gibt es natürlich in unserem ausführlichen Artikel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihr bitte ein Like da und natürlich noch ein Abo. Und Sven, was sagen wir zum Abschluss? Toll, man kann die Batterie entnehmen. Hat er recht. Bis dann.